Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und mit mir spielt die Mathilde und ich sehe gerade, dein Alien ist da traurig. Tja. Hi erstmal. Ja, uns ist zwischen Peinlich. dieser und der letzten Folge was sehr Peinliches aufgefallen. Und zwar waren wir ja in der letzten Folge hier bemüht, nochmal die Mystery-Maschine in Betrieb zu Denk daran, hier ist nehmen. eine Lampe Ja, runtergefallen. ich suchte Okay. ja gerade. Okay, erzähl weiter. Und haben uns gewundert, warum wir den Schalter nicht drücken können und so. Und ja, wir haben jetzt nochmal unser Quest-Logbuch konsultiert und ich habe auch nochmal in unsere erste Folge reingeschaut. Wir haben die Mystery-Maschine komplett in der ersten Folge abgearbeitet gehabt und ich finde diese Scheißlampe nicht. Ich auch nicht. Ich habe mal erzählt, da oben die Lampe im Offscreen gegeben, quasi, aber die ist dann runtergekullert und Irgendwohin. ja, leider keine Ahnung. Dann muss ich halt vernünftig hinter dir her schwimmen, würde ich Ja, sagen, also ne? wir, ich glaube, in den Kommentaren Bist du stand denn? das ja mal, wo ungefähr das ist. Und zwar hier in dem Gebiet soll irgendwo im Wasser war das, glaube ich, nämlich eine Unterwasserhöhle sein oder sowas. Und dann geht es da zum vierblättrigen Kleeblatt. Und kannst du mir dann meinen Helm geben? Ja, I mean, this is deine probably Schuhe. what bottled water is. Hab ich dich gerade wieder unterbrochen? Wolltest du noch was erzählen? Mann, hat Blasenhelm. Und wo sind meine Schuhe? Ich da auch Ach, rausgeschmissen. da. Hab sie. Danke, alles gut. Ja, also, das mit dem Mystery Machine war ja schon echt lange her, erste Folge. Wir haben jetzt nicht so viele wie über Conan gemacht, aber das Problem ist auch, was wir auch gerade haben. Was wollen wir noch machen? Ja, also klar, wir könnten eine Wasserbasis bauen und hin und her laufen, aber wir sind tatsächlich eigentlich zu dem Entschluss gekommen, dass wir erstmal warten, bis das nächste Update da ist Ja. und dann weitermachen. Also, dass wir hiernach dann erstmal Pause machen werden. Wir werden uns schauen, dass wir irgendwie uns ein anderes Spiel aussuchen, dass wir zu zweit spielen können, dass ihr trotzdem irgendwie ab und zu was zu gucken habt von uns beiden. Vielleicht habt ihr auch irgendwelche Vorschläge. Ja, wir hatten ja schon mal vor auch wieder gefühlte fünf bis zehn Ja, Folgen mal doch, gefragt, Vicky aber. hatte irgend so ein Horrorspiel vorgeschlagen, Super, tatsächlich. damit ich mir die Hosen kacke. Genau. Bin noch so schreckhaft. Da machst du dich immer drüber lustig, wenn ich rumquietsche. Naja, es gibt ja gute Horrorspiele, aber es gibt leider auch so, die regen mich auf. Ich weiß nicht, was wir mal gespielt haben. Da hat man echt, also die To keep me Stimmung war safe. gut, aber Das war dieses Gruselhaus da, ne? ey, ah nee, da ein anderes. Das Gruselhaus, da hat man ja ein paar Aufnahmen gemacht, haben wir nie veröffentlicht, aber weil wir dann irgendwann noch keinen Bock mehr darauf hatten. Nee, wir hatten irgendwann, ach so, keine Ahnung, ich glaube, ich habe es gespielt und du hast geguckt oder so bei mir. Oder wir haben uns ja abgewechselt, an meinen Rechner war das. Ja, das war doch Outlast? dieses eine Gruselhaus. Outlast? Ich weiß es nicht mehr. Hä? Willst du Oh, mich was dafür? angreifen? Hast du dir gemerkt, wo ungefähr das Labor sein soll? Ein Labor. Höhle. Aua! Ich habe mir nur gemerkt. Lebst du oder bist du tot? Jetzt bist du tot. Untot. Ich finde es eigentlich süß, wir reden hier die ganze Zeit von Sumpf, Sumpf, Sumpf und dabei ist das eigentlich nur eine dreckige Pfütze. Ja, eigentlich schon, ne? Warte mal. Es war auf der Höhe von der Latte. Muss hier irgendwo gewesen sein. Aber wir haben jetzt uns gedacht, hey, die letzte Folge war ja so Banane. Sind die ganze Zeit rumgelaufen.
Und dann haben wir uns gedacht, dann gucken wir mal, wie wir jetzt zu diesem Kleeblatt kommen. Vierblättrig. Dass wir wenigstens noch was Nettes zeigen können, so zu machen. Ja. Also ein Häkchen, Abschluss zur Pause. Also wir... Das ist ja kein Abschluss. Wir machen eine Pause, bis es hier neuen Content gibt. So. Genau. Weil, ich meine, klar, wir können bauen, das Bauen macht Spaß, aber auf Dauer ist es, glaube ich, einfach furchtbar langweilig zum Zugucken. Nee, ich finde immer die Abwechslung bei solchen Spielen ganz gut. Weißt du, mal eine Folge Viecher kloppen, bei einer Folge mal ein bisschen bauen. Immer so schön abwechseln, das finde ich eigentlich ganz toll. Bin ich jetzt Mushuga? War dann wohl doch nicht so einfach. Ach, dann nutze ich die Zeit, hier mal Wasser zu trinken. Wir hatten ja doch irgendwo auch genau. Was zum Braten. Muss man ja mal nutzen, wenn man hier gerade. Ich glaube, ich die Lampe gerade gar nicht. Dann zieht die Lampe an. Legt mich schon wieder auf. Der Höhe vom Brett. Ja, ich habe mir das irgendwie so gemerkt, dass das hier irgendwie. Das ist hier das Brett hier quasi, glaube ich, wo drunter die Spinne ist. Das war irgendwie. Warte mal. Ist davor noch ein bisschen Pfütze, wo man taucht? Ja, bin ich blöd. Was ist das? Es ist ja so einfach. Warte, ich komme zu dir. Es ist ja so einfach. Man... Nicht das Brett nehmen, als parallel von diesem Ball, kann man eher sagen, ist es. Okay. Ich komme! Hallo! So, dann nehme ich mal eine Lampe und weiß jetzt nicht. Also ich weiß nicht, was da kommt. Ich habe mir nur den Eingang angeguckt, ne? Es kann sein, dass wir doch gegen irgendwas kämpfen müssen oder so. Okay, ich bin gespannt. Arsch! Oh, okay. Ja. Bist du. Ja, ich bin hinter dir. Ein bisschen sparsam sein, weil es die einzige Leuchte ist. Ja, ja, genau. Und du darfst halt nicht zu schnell schwimmen. Ja, ich komme ja. Alles gut. Ah, da oben ist Licht. Ah, das vierblättrige Kleber. Ah, hier ist es schon. Eine Feinde. Coup de Gras. Oh, oh, oh. Und du stellst dich einfach auf das Kleeblatt drauf. Rede ich noch mal ein bisschen mehr zu mir. Ich kriege gerade hier ein schönes Bild für... Geh nicht ins weiße Licht. Warte, halt, stopp. Oh, das ist doch ein schönes Titelbild. Ja. Alle ein bisschen seitlich. Andersrum. Andersrum. Ja, ja. Kannst du auch zu mir... Nein, wieder zurück. Schau noch mal zu mir runter. Nee, das ist nicht so cool. Nach oben gucken ist besser. Oh, ja, krieg. Ja, ja. Oh, ja, ich glaube, das kriege ich hin. Oh, schau sich einer diese Brillenreflexion an. Ich gucke mir trotzdem nochmal die Höhle an. Vielleicht gibt es ja noch einen anderen Ausgang oder so. Aber irgendwie nicht. Quarz gibt es ja noch. Hätte ja sein können, aber. Hm. Soll ich es abhacken? Ah, es geht nicht, Gott sei Dank.
Muss auch nicht mal alles kaputt machen. Ja, da raus? Ja. Boah, die Leuchte nicht mehr leuchtet? Ja. Ja, und was machen wir jetzt mit dem angefangenen Tag? Leuchten. Oh! Wir können ja nochmal zu Burgel fahren, laufen. Vielleicht hat er ja noch was für uns. Er hat definitiv was für uns, aber da wird irgendwie Marker hier, Marker da und Marker überall. Also er muss ja was für uns haben, weil er hat ja noch, es gibt ja noch extrem viele Sachen, die man sich kaufen kann, quasi. Aber das sehe ich jetzt nicht als strebenswert an. Erstrebenswert würde ich eher finden, dass wir nochmal eine Spinne töten. Eine Wolfsspinne aber. Ja, ja. Ja, da, aber weißt du, wo die nächstbeste ist? Ja, hier, bei mir. Hab sie schon. Praktisch. Ja. Ich hab gespürt, dass da eine ist. Ich hab 47 Pfeile. Und da ist auch schon anderes. Ey! Ja, ich wollte nicht, dass die wegläuft. Nee, nee, ich hab auch ihn angeschrien. Oh, Sack. Ey! Die hat unsere Falle kaputt gemacht, die blöde Kuh. Du Miststück. Ja. Dafür hast du dich fast selbst getötet. Bitch. Echt, ey. Toll. Ey! Was denn? Die Arbeiterameise ist so an mich gelaufen. Ist so eine Milbe gestorben. Nur weil ich kann. Okay. Ach, der hat auch das Ton kaputt gemacht. So ein Arschloch. Du sagst es. Lass uns noch eine Spinne töten. Hier da beim Baum war doch noch eine. Aber das musst du essen. Ach, brauchen wir eigentlich nicht mehr. Ja, wir haben Ausgaben genug zu essen. Warte. Warte. Ich liebe es. Ja gut, bevor die Sonne untergeht. Warte, ich laufe hier gerade auf irgendwas zu. Nein, wieder zurück. Mein Dingens hier schlägt nämlich aus. In der Höhle vielleicht? Das könnte sein. Weil müsste er jetzt schon anschlagen bei mir. Das tut er nicht. Nee, hier geht er. Warte. Oh. Ich sehe hier nichts. Nee, da ist nix. Ja, ich finde gerade den Ausgang nicht. Weil zu dunkel da. Danke. Ist das vielleicht, hat man hier auf diesen Baum Astdings, Dingens, Bums? Da waren wir ja schon mal. Die genau. Richtung geht es. Warte, ich bin näher dran, ich bin näher dran. Ich hatte gerade 3 Ausschläge. Ich habe nur 2. Ich habe hier 3 bei mir. Ein Grashalm? Anne mich? Also ich habe hier jetzt gerade 3. Unterirdisch wahrscheinlich, ja. Ja, das wäre da würde doch für die Hülle sprechen, ne? Geh mal kurz gucken, weil so tief war die Spinnenhöhle gar nicht. Okay, hier ist nichts. Pretty good. Hör was. Was gegessen. Echt? Klang nicht wie Essen. That's pretty good, habe ich gesagt. Ich ja sagen können, dass was runterkommt. Egal. Ah, aua. Die Spiderlinge geht weg. Oh nö.
Ah, vielleicht waren wir auch in der Höhle schon. Keine Ahnung. Ah, eine Spinne mal auf dem Brett, dann bin ich weg. Ich hoffe nur, dass die nächsten Updates, wenn wir das Spiel mal so ein halbes, in so einem halben Jahr spielen, oder weiterspielen, dass wir nicht alles von vorne werden machen müssen. Das hoffe ich auch. Das wäre nämlich sehr, 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 sehr ärgerlich. Richtig, das wäre so ein richtiger Abfuck. Ja, es würde gleich den Spaß versauen, weiterzuspielen. Und ich finde das eigentlich sehr cool, das Spiel. Ja. Achso, du hattest ja die Roadmap gelesen. Stand da noch was für 2021 oder nur, dass sie gerade wieder irgendwas am Testen ist? Nur, dass gerade wieder in der Testphase ist. Hätte sein können, dass sie so eine richtige Roadmap haben, was die dann fertig haben wollen. Warte mal, ich nehme hier mal ein bisschen Saft mit. Dann kann ich mir nämlich eine Fackel bauen. Ist eine gute Idee. Ich arbeite hier nochmal Saft ab. Marienkäfer, die ich noch angebracht. Was braucht ich denn? Ach, ich glaube irgendwie so einfache Sachen. Seiltrockner, Grasbrocken. Oh, da waren auch gerade so viele noch. Drei trockene Grasbrocken und Sprösslinge noch. Ach, da vorne ist trockenes Gras. Perfekt. Ach, da ist schon wieder so ein schnurrender Marienkäfer. Hm. Also im Baum ist diesmal auch irgendwie wieder eine Spinne, das hört man. Ja, die sind da ja auch. Ja, das eine Mal, als wir da waren, oh, da ist auch eine Spinne. War eben gar keine da, also. Hm. Geht's denn zu Burgeln? Oh, da geht's das Licht an drüben. Sagen wir mal, Burgle auch nochmal Schuss. Hallo Marienkäfer. Ich meine, das letzte Update mit dem Teich war schon cool. Auf jeden Fall. Ich glaube, wenn der Teich nicht gekommen wäre, wären wir schon vorher in die Situation gekommen, dass wir nicht wissen, ja, ich glaube auch. Also der Teich kam echt gerade so rechtzeitig für uns. Ich meine, es wartet ja cooles Zeug noch auf uns. So ist es ja nicht, ne? Also da beim Dings wird auf jeden Fall noch was kommen, am Sandkasten. Ach, die können... Wenn ich die Map gucke, da kann auch so viel passieren. Also ja, der hier... Sandkasten ist da noch... Ach, halt doch den... Oh, da ist ein Marienkäfer im Baum. Nice and clean. Wollte ich gerade mal auf die Map gucken. Eigentlich doch mal so ganz doof geschaut. Ah! Was du da? Blödsinn. Wenn man sich die Map anguckt, gibt es ja nur einen großen hellen Bereich. Und das, sage ich mal, ist der, der fertig ist. Ja, ja. Richtig, also fertig. Du siehst da auch schon bei dem Teich, wo wir schon drin waren, das ist ja auch noch relativ dunkel. Also wir haben ja schon was außerhalb. Auch das Heckenlabor zum Beispiel, das ist ja auch in einem... Ja, also ich würde sagen, das ist hier wirklich alles... Oh, es wird grün. Das ist alles wirklich fertig. Das ist alles noch so ein bisschen... Ja, da kommt was, aber es ist noch nicht richtig 100% implementiert, würde ich das mal so behaupten. Mhm. Aber trotzdem, auch wenn das jetzt hier der ganze... Wo überall was ist, hier könnte noch was hinkommen. Hier ist ja... Ja, hier oben ist ein Riesen. Da ist ja die halbe Map noch leer. Hier da oben links zum Beispiel, da wo der Kreis ist, das ist halt der Barbecue-Grill, schätze ich mal. Müsste es eigentlich sein.
Richtig Porno wäre es, wenn man noch ins Haus kommen könnte. Das wäre richtig genial. Dann könnten sie noch so eine kleine Map machen, wie du, sag ich mal, im EG da rumkrauchelst. Vielleicht kommst du auch nicht überall hin. Keine Ahnung, wäre auch nicht schlimm. Aber dass du vielleicht noch in den Keller musst. Und dass es vielleicht eine Katze gibt, die dich jagt. Solche Sachen. Oder Mäuse. Oder Ratten. Keine Ahnung. Also ich glaube, in diesem... Also ich finde Grounded immer noch... Es ist einfach... Seltenheit. Also es ist einfach was Besonderes, weil... es gibt kein anderes Spiel wie das. Also mir fällt nichts ein. Ja. Na klar, Bauspiele, so Survival-Spiele gibt es massig, aber in diesem Setting hier einzigartig. Nimmst jetzt auch Quests an? Ja. Ja. Larvenklinge hatten wir schon mal gebaut, aber... Töte 5 Jungspinne. Ja. Kann auch 10 Wildschweine holen. Ja, ich meine, die können wir auch noch machen, wenn wir mit unserer Pause durch sind, sozusagen. Meine können ja eine Larvenklinge machen oder. Ach, eigentlich können wir auch jetzt einen Break machen. Ist das Video halt kürzer, aber wir müssen es jetzt auch nicht unnötig in die Länge ziehen. Ich habe nochmal ein Schilderset gekauft. Was? Ein Schilderset. Kann man nächstes Mal Schilder bauen? Ja. Wenn wir dran denken. Jo. Warte mal, ich guck mal bei Deko-Sachen, weil wenn, dann müsste es ja bei Deko. Ja, ich gucke auch mal. Herstellen, Deko. Schilder. Nee, nur der Schildrahmen. Oh, Mist. Den konnte man aber vorher auch schon bauen. Oh. Muss was anderes sein. Vielleicht Basisbau? Nee, da. Die stabile Tür haben wir auch noch nie gebaut. Böse, böse. Kunst? Nee. Stabile Stängelwand mit Fenster. Klar, könnte man noch machen, dass wir sagen, okay, wir ersetzen jetzt unsere Basis mit so einer Stängelwand, weil sie sieht schon ganz schön aus. So ja, aber dafür fehlt uns eigentlich die Feinde oder die Motivation. Also. Ja. Das können wir ja nach der Pause können wir das dann mal machen. Da können wir ja auch irgendwo eine zweite Basis bauen. Der Turm der Unendlichkeit ist ja auch gar nicht fertig. Naja. Ansonsten, ja, überlegen wir uns mal. Also, ich weiß nicht. Ah, The Forest. Ist ein cooles Spiel, aber ich weiß nicht. Vielleicht müsste Survival. Da mal reingucken, wenn das zu zweit geht. Oder das Horrorspiel, was in den Kommentaren steht, nochmal angucken, ob das vielleicht was ist. Ich hatte noch irgendwann ein Zombie-Survival-Spiel, was so ähnlich ist wie Seven Days. Dead Side oder irgendwas mit Dead Pieces. Ich will auch nochmal gucken. Aber ich bin nur erstmal gemerkt, ich habe es auch noch nicht gekauft. Aber wir finden auf jeden Fall schon mal was Schönes und Nettes. Ja. Ne? Ja. Vielleicht machen wir dann nicht 3 Folgen die Woche, sondern 2. Das müssen wir dann schauen, wenn wir was gefunden haben. Wie also wir werden haben, auf jeden Fall immer mal so ein Auge drauf haben, ob es was Neues bei Grounded gibt. Und dann werden wir auch wieder auf jeden Fall Folgen machen. Also das ist nicht das Ende von Grounded, das ist nur eine Pause bis zu neuem Content. Ja, aber wir werden jetzt nicht beim nächsten Content sofort wieder weitermachen, weil dann spielen wir 2 Folgen und dann haben wir wieder nichts. Okay. Also, ich würde schon sagen, einfach mal so ein halbes Jahr liegen. Okay. Weil vielleicht haben wir dann 2, 3 Updates. Okay. Wir sind sehr fleißig. Schön. Okay. Ja, also wir suchen uns auf jeden Fall irgendwas anderes raus, das wir euch zeigen können. Genau. Wie gesagt, wenn ihr noch irgendwelche Vorschläge habt, ab in die Kommentare. Ansonsten beenden wir jetzt das Video und bleibt gesund. Guckt Cyberpunk. Da hört er mich, meine erotische Stimme wenigstens. Rrr. Was denn? Alles gut. Ich musste gerade an einen Predator denken, der dann so...
den die Leute jagt und dann so. Nein, er will uns töten. Oder will er schmusen? Nein. Okay, haut rein, bleibt gesund, kommentieren und so nicht vergessen. Ciao.